Meine Fresse, Leute, was geht denn ab? Ich bin wirklich schockiert mit den Ereignissen der letzten 24 Stunden. Lass mich erklären. Als allererstes, herzlich willkommen zurück hier am Kanal, falls du komplett neu bist. Ich bin der Julian. Bei mir im Kanal geht es um Kryptowährungen, das generelle Geschehen an den Finanzmärkten. Aber, wie gesagt, hauptsächlich um die wundervolle Welt der Dezentralisierung. Im heutigen Video möchte ich ein paar Ereignisse besprechen und vielleicht ein paar persönliche Einschätzungen, wie die sich in die Zukunft auswirken können. Wir werden recht wenig über FTX sprechen, über den ganzen Wahnsinn, der jetzt dort irgendwie abgeht. SBF, der, ich weiß nicht, hundertprozentig meiner Ansicht nach sich ein bisschen als verwirrt auch darstellen will. Vielleicht so ein bisschen diese Persona kreiert, dass er dieser übermüdete, unter Drogen stehende Tech-Genius ist und vieles, was er in den letzten Tagen, Wochen gemacht hat, war wegen Drogeneinfluss oder war wegen Übermüdung, Überarbeitung und er kann da ja nichts dafür, ich weiß es nicht. So kommt es mir zurzeit so ein bisschen vor. Mal schauen. Darum geht es jetzt aber nicht. Ich habe gestern ein langes Video dazu gemacht, was meine Einschätzung ist, wann du, falls du bei FTX Geld hast, ob du dein Geld wieder zurückbekommst, wann du es zurückbekommst, ob du, wenn du das Geld rausgebracht hast, wie ich die Wahrscheinlichkeiten sehe, dass du das Geld zurückgeben musst, also diese Clawback-Rule, wenn es irgendwie in eine Insolvenz geht. Schau dir das Video von gestern an, da spreche ich da auch drüber. Spreche auch drüber, über C-DeFi, C-Dex, wie geht die Zukunft in meiner Ansicht nach weiter. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Ich möchte über den Fallout sprechen, also über die sekundären Konsequenzen, in dem Fall Genesis Trading. Die News kam gestern Mittwoch, 16. November raus, dass Genesis Trading Withdrawals gestoppt hat. Der CEO hat ein Gespräch mit den wichtigen großen Investoren 7 Minuten lang gemacht. Ziemlich klar kommuniziert, dass die Finanzspritze von der Parent Group, von der Mutterfirma Digital Currency Group, ich glaube Finanzspritze waren 140 Millionen, nicht reichen wird und dass sie Withdrawals stoppen und dass sie schauen, wie es von hier jetzt mal weitergeht. Es ist unwahrscheinlich, ehrlicherweise, dass du direkt Access oder irgendwie Exposure zu Genesis Trading gehabt hast, weil Genesis Trading eine der großen Geldleier war über die letzten Jahre. Es gab wahrscheinlich so 4 große, Three Arrows Capital, bankrott, Alameda, bankrott, Genesis Trading, Withdrawals gestoppt. Die Last Ones Standing ist QCP und zumindest bei denen sieht es noch okay aus. Mal schauen, ob die auch unter Wasser sind. Wissen tun wir es noch nicht. Kann natürlich passieren. So. Warum schockt mich das Genesis Trading so? Es schockt mich nicht unbedingt, dass Genesis Trading jetzt mal die Withdrawals gestoppt hat. Das habe ich immer gesagt, dass ich glaube, es kommen noch viel mehr. Es wird noch viel mehr Konsequenzen geben. Die meisten Leute, die haben sich auf das überhaupt noch nicht vorbereitet. Mich schockiert, dass der Markt null auf das reagiert. Ganz im Gegenteil. Der Markt ist komplett, dem war das egal. Und jetzt sitzt du natürlich da, und das ist immer die wichtige Frage. Verstehe das Spiel, verstehe die Regeln, verstehe die Spieler. Schon spiel das Spiel nicht. Und jetzt sitzt du natürlich da und sagst du, ha, warum gab es keine Abverkäufe? Eigentlich schockierende News, was ist der Grund? Grund Nummer 1, niemand interessiert sich für Genesis Trading. Kann sein, es kann sein, dass viel Retail einfach sich nicht dafür interessiert, weil die keine Exposure haben. Genesis Trading normalerweise Minimum Allotment, 10 Millionen Dollar aufwärts, für Retail nicht wirklich interessant, aber ganz viel Institutional. Wir hatten, also wir haben wir hatten über das ganze letzte Jahr absolut null Exposure zu Genesis Trading, weder aus Kunden, also für Kunden, noch mit unserer eigenen Treasury. Wir hatten vor über einem Jahr mit unserer eigenen Treasury mal eine Exposure, aber nur kurzfristig, haben das aber schon lange wieder zurückgezogen, einfach weil die Deals nicht so interessant waren und einfach Genesis so groß auch war, dass ja, die interessanten Deals einfach erst ab Summen basiert wären, also 100 Millionen aufwärts, wo du halt hergehst und sagst, okay, wenn da irgendwas schief geht, dann ist schon ein riesengroßer Teil von deiner Treasury angegriffen. Und das war halt so der Punkt, wo wir dann einfach mit Genesis dabei nicht mehr weitergearbeitet haben. Gut, wir haben eh vor 2 Wochen alle Funds komplett zurückgecallt. Also null Material Exposure an irgendwelche anderen Parteien. Weder für unsere Treasury noch für unsere Kunden.
genau das richtige, genau die richtige Entscheidung. Komplett. Und schau, der Grund, warum das so wenig Firmen machen, ist, kostet natürlich Geld. Denn erstens verdienen wir zurzeit ja nichts, wenn wir das Geld zurückziehen. Das heißt, wir kriegen das nur über die ganzen Blockchain-Services. Dort verdienen wir natürlich. Aber Lending und so weiter, da müssen wir ja sogar selber zahlen. Und das, die wenigsten Firmen können sich das leisten oder wollen sich das leisten. Aber für mich Safety first in dem Fall. Und ich will auf keinen Fall, dass wir irgendwie Kundengelder oder unsere eigene Treasury in Risiko hier versetzen. Warum hat der Markt nicht reagiert? Ich glaube, um an diesem Beispiel vom Montag dran zu bleiben. Also das Beispiel vom Montag. Du kommst ins Zimmer rein, siehst, wie irgendjemand anders deine Frau knallt. Du sitzt da, komplett zerstört. Unter dir wird der Teppich weggezogen. Und das ist genau das, was wir über die letzten zwei Wochen gesehen haben. Deine Frau versucht sich zu entschuldigen, versucht sich zu rechtfertigen, ist die komplett wahnsinnig auf Twitter, macht 18 Tweets mit einem Ding nach dem anderen und du im Kopf fängst alles irgendwie schon zum Abschreiben an. Deine Frau noch mit dem Strauß Rosen, aber es bringt alles nichts. Das heißt, Vertrauen komplett zerstört. Ich habe das gestern auch im Video erklärt, das Einzige sozusagen, wie das langfristig wieder funktionieren würde, ist, dass du sozusagen eine 24-Stunden-Kamera hättest, wo zwar immer noch das in Erinnerung bleibt, was passiert ist, aber so würdest du zumindest sagen, okay, ich sehe 24 Stunden, was genau passiert. Also diese volle Transparenz, radikale Transparenz, etwas, das wir zum Beispiel bei uns in der Firma seit 2019 leben. In jedem Produkt, in jedem Service, in allem, was wir machen. Radikale Transparenz. Ein Credo von Blockchain. Und in dem Fall jetzt gehst du danach durch ihr Handy durch und findest noch, keine Ahnung, wie viele schlimme Fotos. Ah, den hat sie auch noch geknallt. Oh Mann, mit dem hat sie mich auch noch betrogen. Das ist meiner Ansicht nach genau das, was wir jetzt so ein bisschen sehen. Wir sehen jetzt diesen Fallout, diese Sekundärkonsequenzen. Aber ich glaube, dass die Leute schon so abgestumpft jetzt sind und eigentlich schon alles irgendwie dort erwarten, dass ihnen das total egal ist. Das heißt, die sitzen da und sagen, was anderes habe ich hier nicht mehr erwartet. Das muss jetzt schon sowas ganz Krasses sein, wo... Und ich lasse dich das jetzt selber in deinem Kopf ausmalen, was voll krass wäre. Es muss so krass sein, was meine Frau da gemacht hat, dass du dann irgendwie da sitzt und sagst, okay, jetzt ist wirklich schlimm. Das wäre so, keine Ahnung, wenn Binance wahrscheinlich irgendein Problem hätte oder Coinbase, Kraken. Ich glaube, dass das so die großen Spiele jetzt wären, oder? Wenn die jetzt wirklich ein Problem hätten, dann glaube ich, wäre das nochmal krass. Aber alles andere sind so Sekundärkonsequenzen. Und wir wissen nicht, ob Coinbase, Kraken oder Binance irgendwie Probleme hat. Ich glaube es nicht. Wir wissen es nicht. Und der spannende Punkt ist jetzt, dass man jetzt ein bisschen hergehen kann und langsam versteht, welche Spieler spielen denn zurzeit mit, welche Interessen haben die Spieler zurzeit. Und das ist vor 3-4 Tagen noch ganz, ganz, ganz schwer gewesen. Langsam merkt man, wie das zurückkommt. Das kann sich natürlich so ändern, dass irgendwie ein neuer Spieler reinkommt oder du wirst gleich merken, ein Spieler irgendwie ganz andere Interessen plötzlich bekommt. Aber zurzeit sieht es so aus, dass die meisten Leute, die noch im Markt drinnen sind, du und ich, wir sind Long-Term, also Langzeit-Believer, wir glauben an Krypto langfristig. Und wir gehen jetzt nicht her und fangen jetzt irgendwie an, panisch zu verkaufen. Ganz im Gegenteil, viele nutzen solche Chancen zum Dollar-Cost-Averagen, bauen Positionen jetzt lange auf, lassen ihre Sparpläne weiterlaufen, kriegen Cashflow, holen sich das Ganze transparent und so weiter. Wenn du das natürlich bei uns auf der Firma machst, fantastisch. Wenn du es irgendwo anders machst, schau, dass du eine transparente Plattform hast, alles okay. Das ändert sich zurzeit nicht. Aber es gibt zurzeit niemanden, der nicht verkauft, außer er oder sie muss. Wenn er oder sie muss, dann verkauft er. Und es gibt offensichtlich nur mal ganz, ganz, ganz wenige Spieler zurzeit im Markt, die wirklich verkaufen müssen. Das könnten entweder Insolvenzfirmen sein, die ihre Assets loswerden müssen. Das würde aber länger dauern. Wenn man sich Mt. Gox anschaut, da heißt ja, dass das irgendwie Januar, Februar nächstes Jahr passieren soll. Dann reden wir von fast 10 Jahre Zeitunterschied. Bei FTX, ich habe gestern auch besprochen, kann man auch wahrscheinlich von 10 Jahren ausgehen. Das heißt, viele dieser Firmen, egal BlockFi, Celsius und so weiter, das wird ewig lange dauern. Von dem her, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Es wird eher so sein, dass vielleicht bei Bitcoin die Miner noch ein bisschen Verkaufsdruck bekommen. Bisschen. Aber dann wird es wenig geben, die wirklich verkaufen müssen. Fonds, die gehebelt sind, die wird es wahrscheinlich alle schon
erwuschen haben. Michael Saylor heißt immer, dass der erst ab 12.000 nach unten irgendwie anfangen muss, Liquidität dazufügen. Glaube ich auch. Also von dem her sehe ich jetzt da nicht irgendwie so das Thema. Interessant natürlich auch, es zerreißt eine Plattform nach der anderen. Tether, zu der man immer gesagt hat, die könnten das Problem sein. Bei denen scheint es alles richtig gut dazustehen. Also auch natürlich sehr ironisch. Die Frage also, wie geht es denn jetzt weiter? Und ich glaube schon, dass das, also ich weiß nicht, ob dir das so klar ist, aber mich schockiert es schon, dass der Markt so konstruktiv reagiert. Weil einfach das zeigt, dass wir vielleicht eine wirkliche Bodenbildung vom ganzen Verkaufen und Kaufen sehen. Der Preis geht trotzdem zurzeit noch nicht über 17.000. Da merkt man, dort offensichtlich gibt es Leute, die ziemlich aggressiv verkaufen. Das sieht man immer wieder. Auf den ganzen Exchanges 17.000 rauf, zack, verkaufen, 17.000 rauf, zack, verkaufen. Aber es gibt jetzt niemanden, der in den Preis rein verkaufen muss und den Preis runterdrückt, weil er muss. Und das ist schon ein starker Unterschied. Also, wie geht es von hier weiter? Naja, wir können die Spieler ein bisschen besser analysieren. Also offensichtlich, verkaufen müssen tun derzeit weniger. Kaufen wollen, gibt es aber genauso weniger. Das heißt, die Leute, die kaufen, sind meistens die, die schon im Markt drin sind. Die Leute, die vor 6 Monaten nicht im Markt drin waren, die fühlen sich bestätigt und sagen, hey, siehst du, Krypto, das geht alles in den Bach runter, ich kaufe sicher nicht. Also, das ist auch so. Und deshalb wird es auch wenig Push zurzeit geben. Wenn die Fed natürlich umdreht, ich habe es gestern erwähnt, die Fed wird meiner Ansicht nach in den nächsten 6 Monate unwichtiger, unwichtiger, unwichtiger. Es wird wichtig sein, Arbeitslosen, wie sieht es für die Leute für den Cashflow aus? Kannst du an dich selber denken? Wahrscheinlich bist du schon in der Rente, so wie ich dich kenne. Dir geht es richtig gut, brauchst nicht mehr arbeiten. Zwinker, zwinker. Ich glaube, dass die meisten von uns arbeiten müssen. Und wir brauchen Cashflow. Das ist jeder. Also jeder braucht Cashflow. Aus dem Grund, wenn dieser Cashflow von der Arbeit weg ist, das heißt, wenn der wegfällt, und du kriegst keine Chance mehr, weiteren Cashflow zu bekommen, weil es keine Arbeit gibt oder keine attraktive Arbeit mit deinem Gehalt. Überlegen wir, was die Leute anfangen, als erstes zu verkaufen. Natürlich die Dinge, die sie am wenigsten brauchen. Und sie brauchen Krypto für recht wenige Dinge. Du brauchst Bitcoin heute für gar nichts. Es gibt nichts, für was du Bitcoin brauchst. Alles, was du mit Bitcoin bezahlst, ist in Dollar oder in Euro. Das heißt, du machst einen Wechsel. Der Nutzen von Bitcoin wird auch nicht Zahlungen sein, kann ich gerne mal ein Video darüber machen, warum Lightning Network oder der Base Layer nicht für Zahlungen ausgelegt sind. Das verwirrt die Leute meiner Ansicht nach immer extrem, die verstehen das nicht. Ganz anderes Thema. Der Nutzen von Bitcoin ist das einer Versicherung, wenn die restliche Welt den Bach runtergeht. Und diese Versicherung sehe ich zurzeit nicht, dass wir die brauchen. Ich hoffe auch nicht, dass wir die brauchen. Ich habe die Versicherung, aber ich hoffe es nicht, genau gleich wie jede Versicherung. Das heißt, die Leute fangen an, diese Dinge als erstes zu verkaufen. Logisch. Wenn sie Cashflow brauchen. Und das würde einen Preisdruck ausüben. Das sehe ich aber frühestens Q2 nächstes Jahr, denn das dauert natürlich. Die Leute hängen natürlich an dem Ganzen dran. Der nächste Punkt ist, wenn der Immobilienmarkt weltweit Probleme bekommt, aufgrund von den hohen Zinsen. Die USA sind da sehr prädestiniert dafür, aber das kann natürlich auch in ganz Europa passieren. Dann genau dasselbe. Was denkst du, machen die Leute zuerst? Die Leute trennen sich von ihren Kryptos oder die Leute trennen sich von ihrer Immobilie? Also kannst du ja selber ausrechnen, die Leute trennen sich erst von Kryptos. Und das könnte natürlich genauso einen Druck ausüben. Das sind eigentlich, also Immobilien ist die allerletzte Vermögensklasse, die sich noch hält, aus dem einen einzigen Grund, weil die nicht so liquide ist. Und ich habe das, ich weiß nicht, ob ich es hier am YouTube-Kanal schon erzählt habe, ich habe eine längere Geschichte schon mal bei mir im Inner Circle erzählt, über meine allerletzte Immobilie in Liverpool, die ich teilweise für -30%, ist eine einzige, das ist die letzte, die ich noch habe, die ich für -30% anbiete und niemand will sie. Der Verkaufspreis im ganzen Markt geht natürlich nicht runter, weil niemand es schafft, eine Immobilie zu verkaufen. Dadurch gibt es keine neuen Preise. Ansonsten würde der Preis sofort um 30% runterrasseln. Zumindest wäre das im liquiden Markt so. Und das ist wahrscheinlich weltweit ähnlich. Und wenn das natürlich sich ändert, dann haben wir natürlich hier den brutalen Rücksetzer. Aber zurzeit sehe ich das ehrlicherweise nicht. Das heißt, das alles hier ein bisschen zusammen verstehen, dann merkst du, dass sie wahrscheinlich wenig Impulse dort haben, dass jetzt die Preise stark steigen. Aber es ist wirklich so, dass wir eine sehr, sehr konstruktive Phase gerade haben. Fantastisch zum Dollar Cost Average. Fantastisch für Leute, die langfristig denken. Ich bin schockiert, wirklich, im Positiven, wie die Spieler zurzeit aufgestellt sind. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wenn Genesis Trading runtergeht,
dass die Leute das ziemlich egal sehen. Sehr, sehr, sehr spannend. Von dem her, das ist so ein bisschen meine Einschätzung. Ansonsten, falls du Fragen, Wünsche, sonst was hast, lass mich das gerne wissen. Schaue ich, dass ich es einfließen lasse. Ich wünsche dir einen super, super schönen Tag. Danke, dass wir die Welt gemeinsam hier CryptoFit machen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Aufpassen. Dein Julian. Tschüss.